Bis zu 4 Meter hohe Wellen machten Migranten und Helfern auf dem Rettungsschiff Aquarius zu schaffen. Die Route auf dem Weg ins spanische Valencia wurde wegen schlechter Wetterbedingungen geändert, so SOS Mediterranee auf Twitter. Sturm und hohe Wellen haben den Menschen an Bord der Aquarius eine schwere Nacht bereitet. Alle 106 Leute mussten nach drinnen gebracht werden, weil es an Deck nicht mehr sicher für sie war. Mehrere mussten in die Krankenstation und so ziemlich jeder an Bord der Aquarius spürte das Wetter. Die gute Nachricht, wir fahren nach Sardinien, wo wir der Küste folgen werden. Sie sollte Schutz und bessere Wetterbedingungen bieten. Und dann nimmt die Aquarius über die Passage zwischen Sardinien und Korsika Kurs auf Spanien. Voraussichtliche Ankunft im spanischen Hafen Valencia ist Samstagabend, genau 7 Tage nach der Nacht, als diese Männer, Frauen und Kinder aus dem Mittelmeer gerettet wurden. Annelies Borges aboard Aquarius for Euronews.